Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Sea. Wie geht es euch, meine lieben Damen und Herren? Ich hoffe gut. Mir geht es wieder absolut grandios. Und heute wollen wir wieder mit was Neuem. Wer kann es raten? Ziemlich cool weitermachen in Minecraft Sea. Gestern haben wir dieses unglaublich super crazy coole Teil gebaut. Also ich bin wirklich ein absoluter Fan. By the way, guten Tag, Chili Willy. Ich hoffe, die Zuschauer lassen wieder ein bisschen Grüße für dich da. Du bist immer noch ein absoluter Community-Favorite. Ohne dich, das Projekt wäre wirklich nicht das, wie es jetzt ist. Okay, aber in der letzten Folge haben wir dieses wunderbare Ding hier gebaut. Ich bin immer noch absolut begeistert davon. Ich finde es so cool, dass wir hier einfach mit Embers die Energie mehr oder weniger erzeugen, um diesen Machine-Controller oder diese Maschine hier zu bepowern praktisch, um dann unsere Erze zu machen. Die sind mittlerweile übrigens alle fertig, allerdings noch nicht geschmolzen. Das müssen wir unbedingt noch machen. Heute wollen wir uns aber um etwas anderes kümmern, was nicht mit unserer Base oder was nicht direkt mit unserer Base zu tun hat, sondern wir wollen heute uns mal darum kümmern, ein bisschen was anzubauen. Das heißt, es gibt ja hier Aquaculture und das ist auch eine Key-Quest, die wir später irgendwann machen müssen. Allerdings fängt die hier mit Advanced Crop Care an und ich glaube, da fangen wir noch nicht an, sondern wir fangen erstmal hiermit an. Denn normale Sachen wie zum Beispiel, ja, Seeds und irgendwelche, alle Sachen, die man irgendwie anbauen muss, also diese ganzen Dinge, Sweet Potato, Cotton, normale Seeds für Weed und so weiter, das können wir nicht hier anbauen, sondern das müssen wir natürlich an der Wasseroberfläche anbauen. Und deswegen können wir uns hier dieses Zeug hier machen, einfach Scaffold. Mit dem können wir wahrscheinlich so bauen, kann ich mir vorstellen. Oder wir müssen super viel davon... Ah, nee, wir können das einfach mit Air platzieren. Das ist ziemlich cool. Okay, und dafür brauchen wir einfach nur ein paar Sticks und ein bisschen normales Holz. Und dann können wir das Ding hoffentlich gleich einfach mal hier in dem Traders Workshop bauen. Replaceable Scaffolding. There we go. 2 Stück haben wir davon. Under the Sea. Sehr cool. Quest completed. Dafür kriegen wir sogar 2 normale Seeds. Und dann können wir uns natürlich ein bisschen Dirt mitnehmen. Oh, wir haben echt nicht mehr viel Dirt. Ich glaube, das ist alles noch in unserem Sieb und sowas. Und wir können uns auch natürlich so noch ein paar Seeds hiervon mitnehmen. Eine Hoe wäre noch ganz gut. Und dann, oh, Quest completed Aquaculture. Ach, eine Hoe war die nächste sogar. Okay, dafür kriegen wir Melon Seeds. It is advised that you start a basic farm as soon as possible, since you will need a balanced diet to stay healthy, not to mention a lot of corn for Ethanol. Oh, Ethanol, also ja, regt euch wieder darüber auf, wenn man Sachen ausspricht. Das ist sehr cool. Melonen-Seeds können wir natürlich auch benutzen und das nächste dafür wäre Scheren. Oh, Vanilla und Thermal Expansion Scheren haben die Möglichkeit, Crops zu harvesten, wenn sie in dem Dispenser liegen. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das eine krass coole... Also, wieso, wenn... Doch, sollte man das? Ach so, und dann mit einem... Ah, mit einer automatischen Redstone Clock. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Okay, aber wir tauchen jetzt erstmal runter und ich würde sagen, wir diven mal nach oben. Ich hoffe, hier gibt es nicht so ein Decompression-Ding, dass wir hier unsere Lungen zerreißen, wenn wir zu schnell auftauchen oder so. Aber ich glaube, wir sind eh noch relativ langsam. Boah, es ist schon sehr gruselig, ne? Man kommt sich so vor, als wäre man hier unten so voll safe. Aber wenn man jetzt hier so hochtaucht und sieht, wie unglaublich tief das eigentlich ist, das ist schon ein bisschen spooky. Ah, generell, der Ozean. Dann ist echt krank spooky. Also, aber nur diese insane Tiefen. Da drüben ist einfach ein Hi. Ja, moin. Ey, was geht? Wir sind an der Oberfläche. Wie cool. Und rundum herum einfach absolut nichts. Nur weites, leeres Meer. Oh boy. Okay. Ich hoffe, der Hai hier drüben, der lässt uns in Ruhe. Der kommt schon so gefährlich nah. Können wir jetzt hier aber... Oh, der macht hier echt irgendwie ein bisschen Faxen. Kann das? Oh Gott, der macht dir echt richtig Faxen. Nein, geh weg. Lass mich in Ruhe. Ja, moin, der kann sogar hüpfen. Was bist du für ein Hai? Oh Gott. Habe ich Pfeile dabei? Nee. Bro. Okay. Dude, als ob ihr einfach so ein, Hai angreift hier oben, ey. Wie krass, okay. So, setzen wir das hier hin. Ja, das wird jetzt ein sehr, sehr, sehr sporadisches Land, was wir hier anbauen werden. Aber, ey, a city place. Wir können natürlich schon mal ein paar Sachen hier drüben anbauen. Sweet Potato. Cotton könnte, glaube ich, auch ganz wichtig werden. Aber das bleibt natürlich nicht alles. Wir diven jetzt nochmal runter. Und zwar sehr, sehr, sehr tief runter. Bis zu unserer Base. Holen uns ein bisschen mehr Erde. Und dann machen wir sogar noch eine kleine Besonderheit damit dazu, glaube ich. Oh, und es wird wirklich Zeit, dass wir runterkommen. Und es ist super, super kalt. Okay, jetzt wird schon ein bisschen wärmer zum Glück. Aber wahrscheinlich, weil es geregnet hat, war es oben so kalt, ne? Kann das? Okay, Dirt wäre am Start. Aber was ich jetzt super gerne machen würde, wäre ein Viadukt zu bauen. Das klingt jetzt ziemlich krass, wenn man Viadukte kennt. Aber hier sind sie gar nicht so teuer. Viadukte sind nämlich so eine Art Super Mario-Röhre. Also mit der kann man sich einfach transportieren lassen. So, die duzt einen dann irgendwie durch die Gegend. Normal ist das auch ganz cool, um zum Beispiel zu dem Portal hier zu kommen oder zu unserem Village. Wir werden das jetzt aber erstmal benutzen, um an die Wasseroberfläche zu kommen. Hat er jetzt seine Freunde geholt? Oh, warte mal, wir müssen unbedingt aufpassen. Ich glaube nämlich, dass diese Tiere hier unseren Chili Willy relativ easy töten können und sogar durch die Wand, wenn wir nicht aufpassen. Ja, ja. Genau, das heißt, wir müssen uns einfach einige an Viadukten bauen. Wir brauchen aber
sehr viele, weil wir sind hier jetzt gerade auf Höhe 70. Das heißt, wir brauchen ungefähr so 200 Stück. Und wir kriegen aus einem Rezept 16. Wir brauchen sehr viel Bronze. Wir brauchen sehr viel Glas. So viel ist schon mal klar. Und wir brauchen sehr viel Bronze. Aber wir probieren es einfach mal. Denn für Bronze brauchen wir, was war das? Kopper und Tin, glaube ich, wenn ich mich nicht erinnere. Ne? Genau, 2 Kopper und 1 Tin. Dann können wir aber gleich unsere Maschine hier drüben wieder laufen lassen und mal unsere ganzen Rohstoffe von den Thieves wieder durchballern. Und wir machen uns auf jeden Fall mal so einen neuen Prismarine-Ofen, den wir verwenden können, damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen mit Schmelzen. Und für die maximale Effizienz können wir sogar den Grindstone und unsere komische Druckplatten-Grind-Anlage hier drüben gleichzeitig benutzen. Dann machen wir einfach beides. Okay, soweit, so gut. Das ist schon mal ein Stack von unseren Viadukten. Die müssen wir jetzt allerdings nochmal ein bisschen anders verarbeiten, weil ich glaube, normalerweise müssen wir jetzt gleich die Quest dafür bekommen. Ja, mehr oder weniger. Und dafür kriegen wir eine Money-Loot-Crate. Arr, matey, you found me a booty. Okay, ein bisschen weird. Was geht? 25 Cents? Ja, moin, das ist einfach gar nichts. Das war jetzt irgendwie ein Dollar oder sowas. Naja, okay. Als nächstes müssen wir die Viadukte in Creosote Oil dippen. Und zwar 8 Stück in einen Creosote Oil Bucket. Und dann kriegen wir die richtigen Viadukte. Das ist das Ding hier. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall auch wieder ein bisschen sehr viel Charcoal. Ich mache gerade schon nochmal ein bisschen mehr als die, die wir haben. Weil wir müssen jetzt natürlich Charcoal Chunks en masse herstellen, sodass wir hier, ja, am besten Stück für Stück unsere Sachen richtig verarbeiten können. Und jetzt können wir hier so kleine Achtergrüppchen machen von unseren Viadukten. Zack, jawohl, die kommen hier drüben rein. Und dann kriegen wir hier getreatete Viadukte. Das ist so cool. Oh man, ich liebe immer noch In-World Crafting. Es ist der Oberschild. Warte, hier 8 Stück, zack. Und hier machen wir auch 8 Stück. Hier, so. Babum. Und dann kriegen wir hier wieder unsere normalen, jawohl, getreateten Viadukte. Dipping in the pipes. Und dafür kriegen wir einfach ein Basic Draw. Oh, hätte mir dafür nicht Creosote Oil geben können, das wäre ein bisschen cooler gewesen. Okay, aber jetzt müssen wir erstmal eine Menge neue Viadukte herstellen. Also erstens natürlich welche craften mit Copper, mit Bronze. Ja, und dann geht es langsam in Richtung Farm hier oben. Alright, das sind 3 Stacks Viadukte. Es hat ein bisschen gedauert, aber ja gut, eigentlich ging es sogar relativ fix. Jetzt brauchen wir noch einen Crescent Hammer. Das ist das Ding hier. Dafür brauchen wir Tin und ein bisschen Eisen. Das haben wir auf jeden Fall alles ready. Bauen wir uns das gute Ding und dann können wir damit praktisch unsere Viadukte jetzt auch wirklich linken. Das gibt uns nochmal eine Treasure Chest. Oh, mit einem Bronzetoppel und einem Artischocken-Seed. Na geil, das können wir gleich oben anbauen. Ich bin gespannt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo bauen wir das Viadukt hin? Wie wäre es hier an der Seite? Das wäre vielleicht ganz cool, oder? Wenn wir so ein Viadukt praktisch hier hätten, was dann da rausgeht. Ja, ich glaube, das können wir für den Anfang mal angehen. Wir setzen das nur relativ fix. Das heißt, wir machen kaputt, zack, Viadukt hier drüben dran und dann kann es von da praktisch schon mal losgehen. Gehen wir nur ganz sicher raus, sodass Chili Willy hier nicht mit uns abhaut. So, there we go. Und jetzt können wir einfach dieses Viadukt hier praktisch an die Wasseroberfläche ziehen. Das wird natürlich ein bisschen dauern, aber sobald wir das geschafft haben, können wir einfach super chillig in dieses Viadukt hier rein und dann praktisch nach oben reisen an unsere Wasseroberfläche. Oh, mir fällt... Na, ja, egal. Wir hätten gleich unten die Sache einstellen sollen, damit wir gleich von oben wieder nach unten reisen können. Da müssen wir nicht runterschwimmen. Aber jetzt schon zu spät. Ey, und da sind wir. Wir haben es tatsächlich bis ganz nach oben geschafft. Das ist ziemlich nice. Da sind jetzt natürlich unsere ersten Sachen. Wir bauen mal hier ganz kurz das Zeug hier dran. Und jetzt machen wir mit dem Crescent Hammer hier praktisch Rechtsklick drauf. Und jetzt können wir hier was einstellen. Und zwar nennen wir das jetzt einfach mal Farm. Also einfach Stream mit eingestellt, dann haben wir hier die Farm und jetzt haben wir keine Destination, weil wir natürlich unten auch noch was einstellen müssen und das war das, was ich gerade eben meinte. Ich glaube, wir können hier sogar ein Item reinlegen, damit wir wissen, also damit wir das direkt so als Item sehen würden. Die sind super schnell gewachsen, oder? Hat das so lange gedauert für uns? So, genau, ich glaube, wir können hier einen Seed reinlegen. Ja, dann sieht das hier ein bisschen cooler aus. Okay, das heißt, jetzt geht sie wieder runter. Es wird abgetaucht und dann können wir praktisch in unsere Homebase das Viadukt machen. Und später können wir uns so ein ganzes Netzwerk machen. Das heißt, wir können an diesem Viadukt auch zum Beispiel ein Viadukt zum Netherportal oder zu unserem Villagerdorf und sowas anschließen. Und dann können wir zum Beispiel von der Farm zum Villagerdorf, von unserer Base zum Netherportal, vom Netherportal zum Village und so weiter und so fort. Also von überall hin. Da freue ich mich drauf. Das ist cool. Wie das hier auch aussieht, wenn das Viadukt hier direkt neben dem Fenster ist. Ne? Irgendwie schon ziemlich cool. So, das kommt hier drüben rein. Und das nennen wir jetzt einfach mal Base, Home, Hub.
Hub, nennen wir es Hub. Nein, ich bräuchte mir dafür auch irgendwie ein Icon oder so, aber ich wüsste jetzt echt nicht was. Wir nehmen einfach mal unser Questbook. Keine Ahnung, warum nicht. Und jetzt können wir hier einfach reinklicken und jetzt pass auf, das wird so cool. Wir können jetzt hier die Farm auswählen und dann, flump, werden wir in diese Röhre gesogen und jetzt düsen wir praktisch, es ist ein bisschen laggy, normalerweise ist es glaube ich nicht ganz so laggy. Und jetzt düsen wir hier über die Röhre bis hoch an die Wasseroberfläche. Auch dass der HUD noch so eingeblendet ist, eigentlich ein bisschen komisch, also mit der XP und sowas. Es ist so cool und jetzt, zack, sind wir hier oben. Oh mein Gott. Und natürlich können wir jetzt das gleiche auch wieder nach unten machen und hier direkt nach unten düsen bis zu unserer Base. Da kommt sie schon und flupp, werden wir drüben wieder ausgespuckt. Es ist so nice. Oh mein Gott. Das heißt natürlich auch, wir können uns jetzt die ganzen Seeds hier drüben mitnehmen und wir können uns ein bisschen was an Dirt hier drüben wieder mitnehmen und dann wieder nach oben reisen und dann mit dem Dirt und mit den Seeds da oben so eine kleine Farm anbauen. Sugarcane wäre vielleicht noch ganz cool. Auch wenn wir das normalerweise unter Wasser anbauen können, aber hey, warum nicht? Ich hoffe, Jilly Willy kann diese Röhre nicht benutzen. Ah, und ich glaube, wir machen uns trotzdem mal so eine Trapdoor hier vor, wie wir das auch bei unseren Hub-Dingern haben. Nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, die Ratten oder so die noch benutzen können, so Hamsterrad-mäßig? Ich weiß es ja nicht. Okay, jetzt ist sie trotzdem wieder offen, aber naja, es macht keinen Sinn. Tada! Da sind wir wieder oben an unserer wunderbaren Farm. Wir könnten die sogar ein bisschen cooler auseinanderbauen, ne? Dass wir jetzt hier irgendwie so rübergehen würden. So vier Blöcke. Und dann hätten wir hier praktisch in der Mitte so einen kleinen Gang, den man entlanglaufen kann und rechts und links unsere ganzen Felder. Vor allem, wenn wir das automatisieren wollen später, dann wäre das sehr cool. Und ich habe meine Hoe vergessen. Toll. So, setzen wir hier noch so ein paar kleine Lichtquellen oben drauf und dann können wir eigentlich anfangen. Das ganze Feld hier, es sieht so krass aus, wenn hier einfach alles so blau ist und man weit und breit gar nichts sieht, ne? Also halt ist es wirklich überall einfach nur Meer. Ne, nichts anderes. Aber bauen wir hier ein bisschen Weizen an. Wir können auch mal die anderen Sachen, Ortischocken, ein bisschen Brokkoli und sowas. Hier haben wir noch Rhubarber. Rhubarb. Was ist das? Ist das Rhabarber? Es wäre cool, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Genau, und dann hätten wir noch Sugarcane. Das bauen wir auch mal ganz kurz an. Können wir einfach hier hinten irgendwie mit dran setzen. There we go. Und dann nehmen wir uns hier ein paar Melon Seeds. Und dann haben wir die auch mit angebaut. Wie cool. Okay, ja, ich glaube, das war soweit von der heutigen Folge Minecraft Sea. Wir sind jetzt an der Wasseroberfläche. Das ist irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Wir können hier natürlich ein bisschen unser Feld bauen. Wir haben jetzt ein Viaduktsystem, das wir benutzen können. Und dann können wir auf jeden Fall auch bald anfangen, die Questbuch vergessen. Dann können wir auf jeden Fall bald auch anfangen, hier das Ganze zu automatisieren. Und wir haben auch bald sowas wie eine Query und die ganzen anderen Sachen, die noch sind. Es ist so, ich bin so gespannt, was hier alles noch kommt und was wir alles noch bauen können, wie das Ganze noch weitergeht. Aber das und mehr sehen wir in den nächsten Folgen von Minecraft Sea. Wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.